Hallo, ich bin's wieder von dem Kanal Strom rein, Spaß raus. So, heute möchte ich mal eine weitere Verbrauchsfahrt mit meinem Tesla Model 3 SR Plus starten. Dabei will ich eine Strecke von 400 Kilometer insgesamt bewältigen. Einmal von Meinhausen Richtung Nürnberg und wieder zurück. Ich habe so gedacht, das könnte eigentlich klappen von dem Verbrauch. Ich werde maximal 100 km/h fahren und ich werde zwischendurch nicht laden. Die Kalkulation zeigt mir an, dass ich etwa mit 30% ankommen werde. Aber wie gesagt, durch das langsame Fahren versuche ich halt, dass ich etwa bei 50% ankomme. So, ich bin mittlerweile schon 100 Kilometer unterwegs. Anfangs hat er mir berechnet, dass ich mit 30% Restakku am Ziel ankomme. Mittlerweile steht in der Anzeige schon 50%. Das heißt, ich schaffe wahrscheinlich sogar den Weg hin und zurück. Da bin ich mal gespannt. Gesagt 30% am Ziel und jetzt bin ich schon bei 49. Zwischendurch hat er sogar 50% angezeigt. So, jetzt bin ich schon 150 Kilometer gefahren und Verbrauch hat sich tatsächlich jetzt so eingestellt, dass ich mit 50% am Ziel ankommen werde und das nach etwa 204, 205 Kilometern. Übrigens, wenn ihr mal schnell umschalten wollt oder schnell sehen wollt, wie viel Prozent ihr noch im Akku habt, dann geht das viel einfacher als hier unten einmal, zweimal, dreimal klicken. Ist hier unten 62%, dann müsst ihr wieder zurückstellen, dann müsst ihr wieder zumachen. Es geht viel schneller, wenn ihr unten auf die Trip-Anzeige geht. Über Energie seht ihr gleich 62%, habt ihr aktuell im Akku 262 Kilometer. Zack, zumachen. Also nur einmal hier drauf, einmal auf Energietrips, Prozentanzeige. Wenn ich so durch die Baustellen durchfahre mit 80, 85, dann habe ich tatsächlich einen Schnitt so von stellenweise 85 bis 90, das heißt 8 bis 9 Kilowattstunden. Wie weit komme ich denn damit? Das ist ja Wahnsinn. Also hier steht 317 Kilometer komme ich noch und habe 57% Akku im Dings drin. Wahnsinn. Bei diesem Roadtrip wollte ich euch nicht nur zeigen, wie weit man mit so einem Tesla Model 3 SR Plus kommt, sondern auch mal dieses neue Parkhaus von Energiezeig in Nürnberg. Das ist vielleicht eines der modernsten in Deutschland. Da kann man auf fast jedem zweiten Parkplatz an der Ladesäule laden. Und was noch viel schöner ist, man kann in der App-Stelle, also App-Stellen, sich vorher einen Parkplatz reservieren und dann auch sagen, ich hätte gerne die Ladesäule dazu oder ich hätte sogar einen behindertengerechten Parkplatz. Das finde ich super praktisch. Da braucht man sich vorher keine Gedanken machen, ist da eine Ladesäule frei oder nicht. Sondern man kann von vornherein sagen, hier, ich hätte ganz gerne einen Parkplatz mit Ladesäule. Da kann man ein wunderbares Zeitfenster sich einstellen, wo man sagt, ich will am so und so vielen Oktober kommen, von 12 bis 18 Uhr oder sowas und hat dann seinen Parkplatz. So, jetzt haben wir mittlerweile die 200 Kilometer erreicht heute und schauen mal nach, was wir noch im Akku drin haben. Wir haben noch 52% drin. Das heißt, wir könnten vielleicht hin und zurückfahren mit einer kompletten Akkuladung mit 55 Kilowattstunden. So, jetzt noch vielleicht 4 Minuten bis zum Ziel. Lass mal das Video ein bisschen mitlaufen. 80 darf ich wieder fahren. Okay, danke schön. Dann kann ich mal rechts überfahren. Tja, Autopilotfahren macht Spaß. Man nur noch in Baustellen mal das Lenkrad übernehmen, wenn zu viele Linien von links nach rechts kreuzen. Aber ansonsten fahre ich fast ausschließlich mit dem Autopilot mal gerade rechts blinken. So. In 200 Metern rechts abbiegen auf Lübitzstraße. So, machen wir das nochmal. Jetzt rechts abbiegen auf Lübitzstraße.
Full Safe Driving habe, muss ich selber an den Ampeln anhalten. Na gut, machen wir das mal. Gucken wir auf den Akkustand. 51%, das ist doch gut. Und das nach 205 Kilometern. Ich habe heute Morgen noch vollgeladen auf 424 Kilometer, sodass ich auf jeden Fall bis zum Ziel ankomme. Und ich hätte das zum einen hier im Parkhaus laden können oder unterwegs an drei Superchargern oder noch an anderen Ionities. Also Lademöglichkeiten gibt es ja wirklich genug. Aber wie gesagt, die Idee war halt mal zu gucken, komme ich denn mit meinem Tesla Model 3 SR Plus so eine Strecke von 200 Kilometer hin und zurück. Werden wir mal sehen. Das ging immerhin auch über den Spessart drüber weg. Und da geht es schon mal 600 Meter nach oben und wieder runter. Und das kostet schon ein bisschen Energie. Jetzt rechts abbiegen auf Maybachstraße. Hier rechts abbiegen? Okay. Wir konzentrieren auf die Fahrt hier. Jetzt wieder links. Mal gespannt, wo das ist. Schön, dass heute mal regnet. Es gefällt mir. Muss ja mal sein. Okay. Wenn man über die App seine Parkzeit bucht, kriegt man auch einen QR-Code angezeigt. Den muss man dann nur an der Schranke vorzeigen und dann muss die Schranke aufgehen. Und was auch schön ist, dass momentan das Parken über diese App kostenlos ist. Da ist doch schon da vorne. Oder hier rechts rein, dann klingt es rein, Kollegen. 128, 121 mit Ladesäule fallen. Wie geil ist denn das? Okay, registrieren über App stellen, da steht's. Jetzt muss ich mal das Video gerade beenden, dass ich hier die Schranke aufbekomme. Was ist denn hier? Okay. Da vorne steht sogar, wo ich parken soll. Ebenen 704. Ebene 1 bis 12 geht es da lang. Ebene 704. Ja, das ist egal. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ich weiß. Bin schon da. Das ist ja toll gemacht. Ebene 1. Okay, jetzt mal nach oben. Anscheinend sind die Ladesäulen alle weiter oben. Ah, das sind schon Ladesäulen. Ach, geil. Aber überall da, die ganze Seite ist voll Ladesäulen. Alles voll. Ich muss noch ganz oben. Na gut. Wahnsinn. Also muss das sein. Das gefällt mir. Ladesäulen über Ladesäulen. Ebene 6. Jetzt kommen wir in die Ebene 7 rein. Mal gucken, wo die 04 ist. Wo steht denn das dran? 04. Ach, oben Boden steht das. Okay. 17. Ach, da geht es nach hinten rum oder was? In jeder Parkebene gibt es komplett eine Seite mit Ladesäulen. Immer versetzt einmal die linke und einmal die rechte Seite. Hier unten gibt es die behindertengerechten Parkplätze mit Lademöglichkeit. Finde ich total praktisch gemacht, da braucht man keinen Aufzug nehmen, kann direkt ebenerdig
wenn man will, mit dem Rollstuhl hier rausfahren. Toll gemacht. Und hier unten gibt es die Möglichkeit, sein Fahrrad aufzuladen, also was ein E-Bike hat. Oder man kann sogar sein E-Scooter hier in so einer Schrankeinheit einschließen und aufladen. Das ist ja mal genial gemacht. So, am Ziel angekommen sind das 206,6 Kilometer und ich habe einen Akkustand von 50%. Das heißt, ich habe genau den halben Akku gebraucht für 206 Kilometer. Das könnte also ganz genau reichen, um wieder nach Hause zu kommen. Obwohl der Bordcomputer sagt, das sollten minus 3% sein, wenn ich ankomme. Aber mal gucken, ob ich was ausholen kann. Ich fahre, wie gesagt, nicht schneller als 100 und in Baustellen fahre ich 85, also wie man das normal so machen sollte. So, jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg. Ich habe jetzt noch 50% Akkustand und habe noch 197 Kilometer vor mir. Die Navigation sagt, dass ich aber mit minus 6% ankomme. Mal gucken, was ich hinkriege. So, jetzt bin ich wieder auf dem Rückweg. Jetzt habe ich schon wieder 50 Kilometer fast gefahren und ich habe einen Verbrauch von 12,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ist ziemlich genau Typical Range, also quasi das, was Tesla angibt, wie viele Kilometer man weit kommt, hier oben in der Anzeige, wenn man das umstellen wird wieder. Auf Display, Distanz. Also müsste ich 172 Kilometer im Akku haben und habe noch 154 Kilometer zu fahren. Und mittlerweile sagt man sogar nicht minus 7% bei der Ankunft, sondern minus 1. Sieht also alles danach aus, als wenn ich das hinkriegen würde. Mal kurz in den Energieverbrauch reinschauen. Bin mit 50% losgefahren, habe jetzt 41%. Ach, gerade umgeschaltet auf 0. Also wenn ich jetzt so weiterfahre, in Baustellen mit 85 und sonst maximal 100, komme ich ziemlich genau mit 0% an. Reicht ja. So, jetzt habe ich noch etwas mehr wie 33%, also ein Drittel im Akku. Bin aber schon 280 Kilometer gefahren. Das sind also zwei Drittel vom Akku. Also ein Drittel vom Akku müssten dann 140, die Hälfte von dem sein. Wenn ich jetzt das ein Drittel noch drauf rechne, also nochmal 140 zu den 280, komme ich auf 420 Kilometer. Das ist ja fast genau die Reichweite, die er anzeigt, wenn ich vollgeladen habe, nämlich 424 Kilometer. Und hier oben kann man so erkennen, 143 Kilometer habe ich noch im Akku. Das ist genau das, was hier die 33%, 34% sind. Krass. Und ich habe noch 123 Kilometer zum Ziel, hätte also noch 20 Kilometer übrig. Wahnsinn. So, jetzt habe ich gleich 300 Kilometer gefahren. Bei einem Schnitt von 118 Wattstunden pro Kilometer oder 11,8 Kilowattstunden. Und mal gucken, wie hier mein Akkustand aussieht. Oben auf Trip umstellen, aber ich habe mal 31%. Das ist eine ganze Menge. Mal gespannt, wie viel ich noch vielleicht übrig habe, wenn ich am Ziel ankomme. Der Pilot fahren kann so entspannend sein. Man stellt seine Geschwindigkeit ein, maximal 100 km/h, Lenkassistenten aktivieren und dann geht man auf eine Spur, die einem gefällt und lässt das Ding einfach so laufen. Da kann man ganz entspannt in die Landschaft gucken, immer so Blick nach vorne ein bisschen halten und ja, das Auto fährt. Das ist total entspannt. Ob ich jetzt nur in Stunde 2 Minuten ankomme oder Stunde 5 Minuten nach 100 Kilometern, ist doch vollkommen egal. Ich kann schon Musik hören die ganze Zeit und kann die Fahrt genießen. So, jetzt habe ich bald 400 Kilometer gefahren mit einer Akkuladung, sieht man unten seit dem letzten Laden, 47 Kilowattstunden. Und ich werde am Ziel ankommen mit 9% Rest. Das hätte ich jetzt beim besten Willen gedacht. Mal gucken, den Energieverbrauch. Minus 7% hat er mir sonst angezeigt bei der Rückfahrt. Jetzt komme ich mit 9% plus an. Das heißt, ich habe hier zum Schluss noch nach den 5 Kilometer noch 35 Kilometer und jetzt noch 40 Kilometer übrig. 440 Kilometer. Das ist ja fast die BLTP-Reichweite. What?
gesagt, ich muss vielleicht mal kurz zwischenladen, vielleicht schaffe ich das hier dann zurück. Aber 400